Hallo, was ist das? Es sieht so ein bisschen aus, als hätte es mit Ostern zu tun. Nein, weit gefehlt. Das ist ein BH zum Ankleben. Und ob das tatsächlich funktioniert, das probiere ich jetzt für euch aus. Das Ganze hier ist oben Textil und auf der Rückseite klebt das. Das klebt recht gut und wenn man es abwäscht, weil da Fusseln oder Hautfasern dran sind, dann kann man das auch immer und immer wieder ankleben. Ob das jetzt tatsächlich funktioniert oder wie oft, da habe ich keine Erfahrungswerte, aber ich wollte euch das einfach mal zeigen und ausprobieren, ob sich das lohnt zu kaufen, wenn man die Werbung dafür sieht. Und ich bin ja werbeaffin, das heißt, ich sitze morgens auf Toilette und gucke dann überall so durch und dann kommt die Werbung und denke ich, ach, das probierst du mal aus. Auf der anderen Seite kann man, hups, erkennen, da sind Löcher eingearbeitet, damit das eben alles schön atmen kann. Und ich denke, ich werde euch das jetzt einmal auftragen und zeigen. Und dann werde ich mal einen Tag damit rumlaufen und dann später noch berichten. Das hänge ich aber direkt an diesen Film an. Wie hat sich das dann so mit der Zeit angefühlt? Juckt das oder was macht das mit der Haut? Also ich klebe es jetzt mal auf der einen Seite an. Und dann können wir im Unterhemdchen gucken, hebt das, macht das Sinn, braucht man das? Weil praktisch ist das schon, gerade wenn es so in den Sommer reingeht und man trägt irgendwas, was so ausgeschnitten ist und man sieht dann immer irgendwie, den BH ist nicht so schön. Das wäre also eine tolle Lösung. So, ich lege es mal weg und probiere es an einer Seite aus, wie es denn dann aussieht. So, auf der einen Seite ist es drauf. Das ist jetzt ein bisschen schwierig zu zeigen. Ich habe mich extra für ein schwarzes Hemdchen entschieden, weil mit einem hellen, das war sehr durchsichtig. Dafür kann man es beim Schwarzen hier per Film ein bisschen schwierig festhalten. Also, wie fühlt sich das an? Ja, nicht unangenehm. Das wird also, ich zeige es jetzt mal auf der Seite, so aufgesetzt, dass die Brustwarze genau hier an diesem Loch sitzt und dann hebt man das komplett hoch und klebt sich die Brust praktisch ein Stück weiter oben fest. Kleines Manko, wenn man jetzt so ein Hemdchen hat wie hier, das ist ja jetzt nicht, das ist ja noch kein Spaghetti-Hemd, dann guckt das, je nachdem wie das ist, auch schon mal raus. Also das muss man tatsächlich ausprobieren, ist das hier so breit, dass das dann nicht sichtbar ist. So, und jetzt kann ich fühlen, meine rechte Brustwarze, wo das nicht drauf ist, die ist hier. Und die Brustwarze mit dem Aufkleber ist da. Das liftet also tatsächlich. Und auf der Seite, wo es nicht drauf ist, ist so ein bisschen Hängemschacht. Und hier kommt die Brust ein Stückchen höher. Dass das jetzt tatsächlich so hinterher aussieht, weiß ich nicht. Muss ich mal probieren, ob man das tatsächlich auch so kleben kann. Kann ich jetzt gleich mal vielleicht auf der anderen Seite machen. Ich war jetzt erstmal vorsichtig, weil ich denke mir, wenn man das bis unters Kinn klebt, dann sieht das vielleicht auch merkwürdig aus. Aber wie gesagt, vom Fühlen her merke ich schon deutlich, dass die Brust mehr gehoben ist als die hier. Die hat die Tendenz und die sitzt hier schön. Ob das jetzt ein schöneres Dekolleté macht, weiß ich noch nicht. Aber ich probiere es erstmal auf der anderen Seite aus und dann nach ein paar Stunden, wie fühlt sich das an? Hält das überhaupt? Wird das im Sommer halten, wenn man schwitzt? Das wissen wir alles noch nicht, deswegen probiere ich das für euch aus. So, die andere Seite habe ich jetzt mal noch etwas höher geklebt, ne, kann man erkennen. Aber irgendwie, diese Öhrchen hier, die gucken hier schnell raus. Das sieht ein bisschen aus wie ein tragbares EKG. Klar, man könnte das jetzt hier noch ein bisschen schräger, aber dann kommt es ja hier aus dem Hemdchen wieder raus. Also für die leichte Sommerbekleidung, ne, dann kommt es an der Seite wieder raus. Das finde ich noch nicht zu Ende durchdacht und ich bin gespannt, ob das überhaupt hält. Also mein erstes Fazit ist jetzt, ein gut sitzender BH, der so macht, ist auf jeden Fall besser, als wenn man sich versucht, die Glocken ein bisschen höher aufzuhängen. Irgendwie. Schauen wir mal, ich werde berichten. Aber so mein erster Eindruck ist,
Das Geld könnte man sich vielleicht sparen und in einen richtig guten BH investieren. Aber okay, wir probieren ja alles aus und wie gesagt, ich melde mich dann später wieder. Wie hat es denn gehalten? Wie fühlt es sich nach ein paar Stunden an? Kribbelt es? Weiß es nicht, ich auch nicht. So, Stunden später, ihr seht um mich herum, ist es dunkel. Wie versprochen, mein Fazit. Was haben diese Teile jetzt an meiner Brust gemacht? Ganz einfach, sie sind runtergerutscht. Oder die Brust ist in dem Ding runtergerutscht. Jedenfalls irgendwas ist gerutscht und es sieht nicht mehr so aus, wie ich es vorhin angeklebt habe. Ich war zwischendurch fast 2 Stunden spazieren. Und dann wird einem ja so muckelig warm unter der Jacke und dann hat es selbstverständlich auch gekribbelt, so als wäre es ein Pflaster. Ansonsten kann ich da nicht meckern, ist das angenehm zu tragen, aber dass das dann plötzlich so eine Beule wirft und irgendwo nicht mehr klebt und als ich dann auch schwitzig war, konnte man das so ganz einfach, ich habe es hier immer noch drauf, ganz einfach hier von der Haut abziehen. Also ich denke mal, entweder ist das für nur so wenig Brust. Ansonsten, diese Größe ist schon richtig, weil ich habe ein C-Körbchen und das war von A bis C. Und ich bestelle ja nichts, was von D bis F oder bis G geht mit einem C-Körbchen. Also von daher sollte diese Größe schon passend sein. Aber ein gut sitzender BH macht viel, viel mehr. Dann muss man sich eben aussuchen, was man für Oberteile trägt, damit dann der BH schön unsichtbar bleibt. Jedenfalls das ist für mich keine Option. Wer andere Erfahrungen damit gemacht hat, bitte runterschreiben, weil ich finde das auch wichtig, dass man einem Produkt die Chance gibt, dass der, wenn einer sagt, finde ich nicht gut, dass andere aber sagen, habe ich ganz anders erfahren. Und deswegen Knotenpunkt, schreibt mir unten rein, bei wem es geklappt hat oder auch der sagt, ich habe es auch gekauft, das Geld könnte man sich sparen. Gezeigt hat man, dass man mit zwei so Dingern so eine riesen Wasserflasche tragen kann. Vielleicht benutze ich es jetzt als irgendwie einen Henkel. Ich weiß auch noch nicht. Vielleicht gebe ich dem Teil auch in ein paar Tagen noch mal eine Chance. Sollte sich da irgendwas in meiner Meinung ändern, werde ich es dich wissen lassen. Aber so jetzt diese Eintagesgeschichte, nee, aber war ein Versuch wert, die Glocken schön hochzuhängen. Aber jetzt hängen sie wieder runter. Bis dann. Tschüss.